Es ist eine sehr hohe Investition. Sie wird sich bezahlt machen, aber es braucht natürlich ein paar Jahre, bis man da wirklich den Benefit auch von der Investition tatsächlich hat. Ja. Es ist schweizweit die einzige Anlage? Ja, in dieser Größe im Moment sicher, was Flugzeugbrandbekämpfung betrifft. Ja. Also alle Feuerwehrleute, die jetzt spezialisiert auf Flugzeuge sind, werden hier ausgebildet? Ja, das können wir so nicht direkt steuern, weil wir haben das baut für uns primär mal, aber wir bieten es an. Aber es ist der Entscheid von der Zivilflughafen, ob sie es selber auch nutzen wollen oder nicht. Und dann werden wir das mit ihnen besprechen, wie das geht. Oder? Aber wir haben es im Angebot, ja. Und wie viele Leute arbeiten hier? Auf dem Zentrum selber fix da sind nur 3 Mitarbeiter. Alles andere sind temporär Mitarbeiter, zum Teil Durchdiener, Instruktoren, die das so im Nebenamt machen von den Airbasen etc. Ja. Ja, grundsätzlich haben wir ein System entwickelt, dass wir mit einem Selbststudium anfangen. Also die ganzen Informationen, die sie brauchen, zur Verfügung stellen auf elektronischer Basis. Nachher, wenn sie das abgearbeitet haben und wir im System den Schalter auf grün bekommen, dann werden wir sie abholen im Simulator trainieren. Und wenn sie im Simulator auch bestanden haben, nachher gehen wir raus an das Echtsystem, Fahrzeug, Feuer, Flugzeug. Und mit dem schließen wir dann die Ausbildung ab. Was natürlich fehlt, ist immer natürlich die Routine. Und der echte Einsatz ist natürlich schon nochmal vielleicht eine Spur anders. Also im Einsatz auf dem Airbase Bayern haben wir eine Berufskomponente von ungefähr 15 Berufsfeuerwehrmännern. Und sonst haben wir die immer auf dem Ausbildungszentrum, kommt die Rekrutenschule auf Platz, Fliegerrekrutenschule. Es können auch alle Wiederholungskurse von der ganzen Schweiz, ich spreche von Fliegertruppen, die hier trainieren können. Also grundsätzlich auf Platz beruflich 15 und dann ist es auf das ganze Jahr verteilt. Haben Sie auch Feuerwehrfrauen? Heute noch nicht, aber wir möchten gerne auch Frauen haben. Hier, ich spreche jetzt von Simulator, ist nur Feuerwehr, aber wir haben seitens Waffenplatz haben wir die Fliegerrekrutenschule und das sind alle Fliegertruppen am Boden, die dort ausgebildet sind. In verschiedene Spezialitäten wie Feuerwehr, wie Werksicherheit, wie Maintenance auf ein Flugzeug, Flugbetrieb etc. Wie viele Leute sind das? Also in der Rekrutenschule kann das bis auf, sagen wir, 500, 600 Militär sein, während einer Rekrutenschule. Bayern ist der größte Militärflughafen. Ja, das ist der Hauptmilitärflugplatz von der Schweiz, weil wir auch die Rekrutenschule haben, weil wir hier den ganzen, das größte Einsatzflugplatz ist es. Wir haben Jet-Komponent, aber wir haben auch Lufttransport, also wir haben fast alle Mittel, würde ich so sagen, die hier eingesetzt werden können.